Der Gesetzgeber sagt, das Bundesverfassungsgericht bezwecke mit der einrichtungsbezogenen Pflicht zum Nachweis der Nicht-Ansteckungsfähigkeit krankheitsanfällige ist gleich geschwächte Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu schützen. Gerade bei älteren Personen besteht auch ein erhöhtes Risiko für eine Infektion. Die Pflegekraft muss infektiös sein, um einen Menschen zu infizieren, anzustecken. Die vulnerable Gruppe wird vor einem kranken Menschen geschützt, der sich selbst krank fühlt oder der unbemerkt asymptomatisch krank ist. Wegen der asymptomatischen Verlaufsform ist jede Person ohne Impfschutz ständig ansteckungsverdächtig. RKI, epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und Covid-19. Hinweis, der Steckbrief bildet die Datenlage bis November 2021 ab. Stand 26.11.2021. Drittens. Übertragung durch asymptomatische, präsymptomatische und symptomatische Infizierte. Generell wird unterschieden, ob eine ansteckende Person zum Zeitpunkt der Übertragung bereits erkrankt, symptomatisch war, ob sie noch keine Symptome entwickelt hatte, präsymptomatisches Stadium, oder ob sie auch später nie symptomatisch wurde. Asymptomatische Infektion. Man entwickelt Symptome beim Krankwerden. Kann man beim Krankwerden andere anstecken? Eine Person soll ansteckend sein können, ohne krank geworden zu sein. Man ist ansteckend, weil man in sich Virus produziert. Man kann angeblich in sich Virus produzieren, ohne krank zu sein. Da im Zeitraum vor dem Auftreten von Symptomen eine hohe Infektiosität besteht, steckt sich ein relevanter Anteil von Personen innerhalb von 1 bis 2 Tagen bei bereits infektiösen, aber noch nicht symptomatischen Personen an. Wie groß dieser Anteil ist, kann nicht genau beziffert werden, da in vielen der Studien der Symptombeginn nicht oder nicht ausreichend definiert wurde. Das Krankwerden ist der Zeitraum vor dem Auftreten von Symptomen. Das Krankwerden führt zum Kranksein. Dabei soll eine hohe Infektiosität ist gleich Ausstoß von Virenlast bestehen. Man ist beim Krankwerden noch nicht symptomatisch. Der Symptombeginn ist der Übergang vom Krankwerden zum Kranksein. Man ist vor dem Kranksein beim Krankwerden ansteckend. Man ist ansteckend, wenn man krank sein wird. Ob man ansteckend ist, wenn man krank wird, ohne krank geworden zu sein, ist damit nicht gesagt. Eine große Bedeutung haben die Übertragungen von infektiösen Personen, wenn sie bereits Krankheitszeichen, Symptome entwickelt haben. Leute, die krank sind, können andere vor sich schützen. Schließlich gibt es vermutlich auch Ansteckungen, Infektionen durch Personen, die zwar infiziert und infektiös waren, aber gar nicht erkrankten, asymptomatische Übertragung. Diese Ansteckungen spielen vermutlich jedoch eine untergeordnete Rolle. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht vermindert das vermutliche angenommene Übertragungsrisiko durch Personen, die ansteckend sind, ohne erkrankt zu sein, ist gleich. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht schützt Menschen vor einer asymptomatischen Übertragung, ist gleich die Übertragung von noch nicht erkannten Infektionen, die vermutlich eher selten oder gar nicht vorkommt. Ein Ansteckungsverdächtiger ist möglicherweise zu einer asymptomatischen Übertragung fähig. Der Nachweis der Nicht-Ansteckungsfähigkeit schließt die Übertragung von noch nicht erkannten Infektionen aus.
Die asymptomatische Übertragung überträgt unsichtbar eine Krankheit. Ein Kranker ist unsichtbar krank und überträgt wie mit Geisterhand seine versteckte, heimliche Krankheit. Kern der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist die Angst vor dem Unsichtbaren. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht verdächtigt Menschen der heimlichen Übertragung von Krankheiten. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht verhindert eine unwahrscheinliche Übertragung. Auch bei geimpften Personen kann es zu Infektionen kommen. Sie können sich anstecken und geimpfte, infizierte Personen können das Virus auch prinzipiell auf andere Personen übertragen. Ist gleich, Personen mit Schutzimpfung können infiziert und infektiös sein. Beides jedoch in deutlich geringerem Ausmaß als bei Ungeimpften, sagt das RKI, soll heißen, eine geimpfte Person kann nicht asymptomatisch krank sein. Eine geimpfte Person ist unfähig zur asymptomatischen Übertragung, die sowieso kaum vorkommt. Menschen verlieren ihre Existenz wegen der asymptomatischen Übertragung. Geimpfte werden entweder richtig krank oder sind gesund. Ungeimpfte sind nie richtig gesund und deshalb auch gesund ansteckungsverdächtig. Es gibt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, weil Gesunde krank machen, weil Gesundheit relativ ist, weil geimpft sein Gesundheit ist.